herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder Zeit habt, um mir ein bisschen zuzuschauen. Ich möchte heute gerne mit euch ein Get Ready With Me drehen. Allerdings möchte ich dabei ausschließlich Produkte verwenden, die ich relativ neu habe, also die ich euch in meinem letzten oder vorletzten Kaufrausch-Video gezeigt habe. In diesem Video verwende ich hauptsächlich die teureren Produkte. Und es kommt dann demnächst auch bestimmt nochmal ein Get Ready With Me mit den Produkten aus der Drogerie, sodass ihr so eine Art First Impression von den Produkten bekommt und für euch vielleicht auch entscheiden könnt, ist das was für mich, funktioniert das für mich oder nicht. Und einige dieser Produkte habe ich noch nicht ausgetestet, also noch so gar nicht. Manche habe ich schon öfters verwendet und weiß schon, wie sie funktionieren und ob sie funktionieren. Und bei manchen bin ich eben genauso ahnungslos wie ihr. Und ich denke, das könnte sehr, sehr spannend sein. Falls ihr euch fragt, warum hat die Frau denn da einen roten Schnäuzer, ja, kann ich euch sagen, warum. Weil ich so intelligent war und kurz vorm Videodrehen gedacht habe, Mensch, Desiree, du musst noch dein Darmbart loswerden und den dann mit Enthaarungscreme entfernt habe und davon ist meine Haut jetzt gerade noch leicht gerötet, also stört euch da nicht dran. Wir machen das jetzt schön. Okay, dann würde ich sagen, bereite ich hier soweit alles vor und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es losgeht mit der Demo. Bis gleich! So, ich würde sagen, wir können loslegen. Ich habe mein Gesicht eingecremt mit einer Feuchtigkeitspflege und einen Primer aufgetragen. Und zwar hatte ich hier ein kleines Pröbchen von MAC Prep and Prime Skin Base Visage. So sieht das aus hier. Das habe ich mir eben aufs gesamte Gesicht gegeben. Und dann habe ich auf mein komplettes Augenlid bis hoch zur Augenbraue von Too Faced den Shadow Insurance Glitter Glue aufgegeben, weil wir gleich mit Pigmenten arbeiten werden. Und ich beginne jetzt mit der CRT Pretty Fun and Fearless Palette, die in Kollaboration mit Chloe Morello entstanden ist. So sieht diese Palette aus. Und ich werde euch dann jetzt im Folgenden nur die Namen sagen der Lidschatten, die ich verwende. Weil wenn ich euch jeden Lidschatten dann wieder einzeln zeigen würde, dann würden wir ganz schön lange hier sitzen. So, ich verwende jetzt erstmal My Tribe. Das ist ein matter, cremefarbener Ton. Den gebe ich mir unter die Augenbraue. Der highlightet jetzt nicht unbedingt, aber der settet zumindest den Primer hier an dieser Stelle, denn wir wollen dieses klebrige, stickige nur in dem Bereich haben, wo wir dann jetzt gleich das Pigment auftragen und im oberen Bereich des Auges möchten wir das Ganze eigentlich schön gesettet haben, damit die matten Farben, die wir in der Lidfalte verwenden, sich schön verblenden lassen. So, das habe ich jetzt gemacht. Dann geht es jetzt eben an die Lidschattenfarben, die wir uns in die Lidfalte geben. Da verwende ich jetzt Unconditional. Das ist ein wärmerer, heller braunen Ton. Und den gebe ich mir jetzt hier in die Lidfalte. Und der wird dann gleich für den Übergang sorgen. Also ich muss sagen, die matten Farben finde ich sehr, sehr gut. Die lassen sich schön verblenden, die funktionieren prima. Ich habe die Palette jetzt schon ein paar Mal ausgetestet und bei den metallischen Farben ist es so, da muss man ein bisschen rumprobieren, wie die am besten funktionieren, dass die am intensivsten rauskommen. Da ist es also nicht ganz so einfach, die richtig schön metallisch und farbintensiv aufs Auge zu bekommen. Das liegt so ein bisschen, denke ich, an der Formulierung, wie die Lidschatten zusammengesetzt sind. Denn an sich sind sie, wenn man sie swatcht, wirklich sehr, sehr gut pigmentiert. Aber irgendwas an der Formulierung ist leider nicht so ganz glücklich gelaufen, dass sie dann auch eben sehr, sehr einfach mit einem ganz normalen Lidschattenpinsel super strahlend und farbintensiv aufs Auge kommen. So, den habe ich mir jetzt eben in die Lidfalte gegeben, könnt ihr sehen.
Ich werde jetzt nachher nochmal verdunkeln, aber vorher möchte ich dann jetzt erstmal das Pigment nutzen, was ich mir für heute rausgesucht habe. Und zwar ist das hier von Make-Up Geek, das Pigment in der Farbe Hologram. Das werden wir heute zusammen benutzen. Und ich hatte mir vor einiger Zeit von Inglot das Duraline gekauft und habe das noch nicht verwendet und habe mir gedacht, das können wir doch vielleicht heute miteinander verbinden. Und ich hatte mir von MAC den 242er gekauft, der sehr gut sein soll für Pigmente. Und das werden wir dann jetzt heute alles mal miteinander verwenden und gucken, wie sich das hier zeigt. Ich gebe mir jetzt erstmal einen Tropfen von dem Duraline auf meinen Handrücken und nehme mir mit dem MAC-Pinsel dann jetzt etwas von dem Pigment aus dem Döschen und mische das mit dem Duraline. Und das wird direkt sehr, sehr krass metallisch und farbintensiv, wie ihr hier sicherlich erkennen könnt. Und gebe mir das jetzt auf den beweglichen Teil meines Augenlides. Ich habe dieses Pigment ja schon mal verwendet. Habt ihr vielleicht in einem meiner letzten Videos gesehen, da hatte ich das drauf. Und da hatte ich allerdings eine farbige Base unter diesem Lidschatten. Heute haben wir den ja jetzt nun auf dem blanken Lid verwendet. Und deswegen ist er natürlich jetzt etwas zurückhaltender, als wenn ich den jetzt über einen orangenen oder roten Lidschatten geben würde. So, das heißt, ein Tropfen hat hier eigentlich wirklich sehr, sehr gut funktioniert für eine Seite von meinem Auge. Deswegen wiederholen wir das Ganze jetzt einfach nochmal. Ich tropfe mir wieder einen Tropfen von dem Duraline auf meinen Handrücken und entnehme mir wieder ein bisschen was mit meinem Pinsel hier. Mische das dann wieder auf meinem Handrücken mit dem Duraline und dann wird es wirklich so eine schöne, relativ flüssige Creme. Das könnt ihr hier vielleicht sehr gut erkennen. Und guckt mal, wie krass das Ganze reflektiert. Also das ist doch der Hammer, oder? Also ich bin sowohl von dem Pigment als auch von dem Duraline wirklich restlos begeistert. Ich schichte jetzt hier rechts auch noch mal ein bisschen, weil ich habe einiges noch auf meinem Handrücken. Das möchte ich natürlich nicht verschwenden. Deswegen gebe ich mir das jetzt noch hier drauf. Und ihr braucht jetzt nicht euch Sorgen machen, falls das jetzt nicht hundertprozentig akkurat ist. Wir blenden gleich einfach noch mal. Aber wow, ich bin total geflasht. Guckt euch mal diesen metallischen Glanz an. Ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr gut mit den Inglot-Pigmenten funktioniert. Die sind ja teilweise so ein bisschen stückig, sag ich mal. Und ich denke mal, dass das Duraline dann dafür sorgen würde, dass die einfach etwas ja, cremiger und geschmeidiger dann werden und besser dann aufzutragen sind. Also ich bin von diesen Reflexen absolut geflasht. Guckt euch das mal an. Der Hammer. Wahnsinn. So, jetzt war ich natürlich so intelligent oder auch nicht und habe mir nichts zum Wegwischen hier geholt. Aber guck mal, das ist wie ein Spiegel. Richtig heftig. Und ich muss sagen, das hat mit dem MAC-Pinsel wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Man kann das gut auftragen. Und wenn man wollte, könnte man auch das relativ präzise jetzt auftragen, so Cut-Crease-mäßig. Das möchte ich jetzt nicht unbedingt, aber auch der Pinsel hat dafür jetzt gerade sehr gut funktioniert. Dann hole ich mir jetzt gerade mal ein paar Abschminktücher und dann bin ich gleich wieder zurück. So, frisch gesäubert geht es dann jetzt weiter. Und zwar werde ich jetzt einfach nochmal den Pinsel, den ich eben verwendet habe, mit Unconditional nochmal verwenden. Und schauen, dass ich hier so ein bisschen den Übergang ausblende, dass es ein bisschen ordentlicher aussieht und nicht ganz so wüst. Ich nehme da gar nicht mehr so wahnsinnig viel Lidschatten. Wir haben ja auch einiges hier in der Lidfalte. Das kann man ja dann nochmal
weiter verblenden. Und jetzt sieht das Ganze schon ein bisschen akkurater aus, sag ich mal. Und jetzt verwende ich ein, was nehme ich denn jetzt noch? Ich nehme, glaube ich, jetzt Queen Bee. Das ist ein sehr dunkler brauner Ton. Und den gebe ich mir jetzt hier nochmal in den äußeren Bereich des Augenlides, ins äußere V sozusagen, wie das so schön heißt, um einfach noch ein bisschen Dreidimensionalität zu schaffen. Und ihr seht, das lässt sich hier sehr gut auftragen und verblenden. Jetzt brauche ich noch mal ein bisschen. Jo. Also ich muss sagen, hier an den matten Farben habe ich gar nichts zu meckern. Die metallischen Farben erfordern einfach ein bisschen mehr Aufwand, beziehungsweise sollte man sich dafür vielleicht ein bisschen besser auch noch mit Lidschatten schon mal auskennen. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Schimmert so grünlich-pfirsichfarben. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Genau, wir machen gleich nochmal mit dem unteren Wimpernkranz weiter. Aber da möchte ich jetzt erstmal vorher gerne mich um den Concealer kümmern und Corrector und so weiter, denn ich hatte mir von Urban Decay aus der Naked Skin Reihe den Corrector in Pink gekauft und den möchte ich jetzt auch natürlich gerne mit euch zusammen verwenden und das machen wir, bevor wir mit dem Augen-Make-up weitermachen. Und ein kleines bisschen Fallout sehe ich hier, aber das waren wirklich 2-3 Krümelchen nur. So. Und den gebe ich mir jetzt dahin, wo ich dunkle Augenschatten habe. Also ähnlich wie ein Concealer an die Stellen. Und ich verwende jetzt ein Produkt, das ich auch neu habe, aber noch nicht im Haul gezeigt habe. Und zwar von Real Techniques, diesen kleinen Eraser Sponge. Den seht ihr dann in meinem nächsten Kaufrausch-Video. Den habe ich schon ein paar Mal verwendet und kann euch schon mal sagen, dass ich den sehr gut finde für Concealer und die Augenpartie hier einfach. Und ich finde, man kann sehen, dass der Bereich, wo ich das jetzt aufgetragen habe, so leicht gehighlightet ist und dieses Dunkle, was einen so müde und unausgeschlafen aussehen lässt, einfach verschwunden ist. Und der lässt sich auch sehr, sehr gut einarbeiten. Also der sieht wirklich, wie man so schön sagt, flawless aus. Ja, also ich erkenne hier jetzt keine, also das sieht überhaupt nicht cakey aus. Es hat sich perfekt und hundertprozentig mit der Haut verbunden. Ja, also da gibt es gar nichts dran zu meckern. Und ich finde, man sieht direkt schon, dass das einfach etwas frischer aussieht. So, nicht neu werde ich jetzt aber verwenden, weil das ja hier das Video ist mit den teureren Produkten von MAC, der Pro Longwear Concealer. Ich habe die Farbe NW15. Den werden wir jetzt verwenden. Ich gebe den zunächst erstmal auf meinen Handrücken. So habe ich einfach eine bessere Kontrolle, wie viel Produkt ich verwende. Ich nehme euch mal ein bisschen runter, sonst sieht er mich gleich nicht mehr. Und den gebe ich mir dann jetzt über den Corrector. Und der Pro Longwear Concealer von MAC, der hat eine sehr, sehr flüssige Textur, ist aber hochpigmentiert und da muss man ein bisschen schauen, dass das einfach nicht cakey aussieht, sag ich jetzt mal. Also ich sehe jetzt hier in Natura, dass der definitiv
mehr sichtbar ist als der Korrektor. Also nicht im Sinne von, man sieht die Farbe mehr, das ist ja klar, da sind ja viel mehr Pigmente drin, sondern der Korrektor ist wirklich auf meiner Haut sozusagen verschwunden, weil er sich so gut mit der Haut einfach verbunden hat. Man hat nicht gesehen, dass ich ein Produkt trage. Und jetzt ist es so, dass man ganz leicht einfach sieht, so, okay, da ist was drauf. Und da gucken wir dann gleich mal, ob wir mit dem Zauberpuder, was ich jetzt hier gleich noch verwenden werde, das Ganze so ein bisschen wieder airbrushen können oder filtern können, dass es eben einfach schöner aussieht. So, das ist jetzt hier Corrector und Concealer. Und dann werden wir jetzt die Foundation auftragen. Und das ist eine Foundation, die habe ich auch schon etwas länger, aber habe ich, glaube ich, mit euch zusammen jetzt hier so live oder so noch nicht verwendet. Dazu hole ich euch auch ein bisschen raus, damit ihr mein ganzes Gesicht sehen könnt. Ich verwende von Too Faced die Born This Way Foundation in der Farbe Snow. Das ist die allerhellste Nuance. Allerdings ist diese Nuance leider nicht überall erhältlich. Also ich meine, dass sie im Sephora in Frankreich nicht zu bekommen ist. Also ich musste sie leider tatsächlich in Amerika bestellen, da sie im Sortiment bei Sephora Frankreich leider nicht da war. Ja, das ist eine Foundation, die sich meiner Meinung nach sehr gut mit der Haut verbindet und einfach sehr, sehr schön natürlich aussieht. Heißt ja auch Born This Way, also das ist einfach nicht so, wie nur die Trick Foundation aussieht. Und die ist auch sehr ergiebig. Also ich habe jetzt einen Pumpstoß genommen und für eine leichte Deckkraft, wo so das Gröbste ausgeglichen ist, reicht das auch auf jeden Fall aus, wie ihr sehen könnt. Es ist halt einfach ein bisschen schade, wer jetzt sehr, sehr hell ist und an dieser Foundation interessiert ist. Ich weiß gar nicht, was die hellste Nuance ist, die man in Frankreich bekommt. Die ist einfach viel zu dunkel, ne? Und es gibt eben bei Sephora in Amerika, ich glaube, noch drei hellere Farben und drei dunklere Farben für die richtig dunklen Hauttypen dann eben auch noch, was ja totaler Quatsch ist, als ob es bei uns hier in Deutschland keine dunkelhäutigen Menschen gäbe, ja? Die eine wirklich krasse dunkle Foundation benötigen würden. Also, ich weiß auch nicht, wer da immer irgendwie, ich sag mal, die treibende Kraft ist und sich so einen Mist ausdenkt. Oder auf diese Art und Weise generell denkt. So, ich brauche jetzt noch ein bisschen was für meinen Pickel da oben. Den möchte ich gerne noch ein bisschen abdecken. Da nehme ich mir jetzt noch mal ein bisschen was von dem MAC Concealer und tupfe das da drüber. Ganz kriege ich das natürlich nicht weg. Hier habe ich noch so ein paar Pickelmale. Die müssten dann eigentlich demnächst mal verschwinden. Also ich hatte jedenfalls nichts dagegen. Ja, und ich finde es immer total süß, wenn ihr mir schreibt, ja, ich mache ja meistens sehr, sehr lange Videos. Ihr habt euch mit mir zusammen quasi fertig gemacht oder die Nägel lackiert oder so. Echt super. Ja, also ich habe jetzt hier eine relativ gute Deckkraft, wie ihr erkennen könnt. Und es sieht von nahem wirklich echt sehr natürlich aus und deswegen mag ich die Foundation sehr, sehr gerne. Das kann ich schon mal sagen, also ich kenne sie schon eine Weile und bin mit ihr sehr zufrieden. So, so, dann haben wir das. Concealer haben wir, Foundation haben wir. Dann müssten wir jetzt als nächstes abpudern und da verwende ich von Too Faced
das Primed and Poreless Powder, was ich ja auch relativ neu habe, und verwende dazu meinen Kiko Kabuki für die Stellen im ganzen Gesicht. Und presse mir das gut in die Haut, damit die Foundation, die wir jetzt gerade aufgetragen haben, auf jeden Fall schon mal da bleibt, wo sie ist. Und dass das Ganze dadurch auch ein bisschen besser hält. So, für unter die Augen benutze ich jetzt von Real Techniques hier den Setting Brush. Der hat, finde ich, eine ganz gute Form, um genau hier unter die Augenpartie zu kommen. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal von nahem an. Ja, also ich kann auf jeden Fall verstehen, was Yamina 1404 meint. Also ich sag mal so, das Puder verbringt natürlich jetzt keine Wunder. Aber ich habe das Gefühl, dass da wirklich nochmal so ein etwas weichzeichnender Film über meine Haut gelegt wurde, sodass es einfach alles noch ein bisschen ebenmäßiger aussieht. Aber natürlich jetzt nicht so heftig wie wenn man jetzt einen Filter verwendet auf Instagram. Ist klar, es ist ja immer noch deine Haut. Also, es sieht auf jeden Fall schön gleichmäßig aus. Ja. Oder sagen wir mal gleichmäßiger. Also ich sehe einen Effekt, der ist da. Ja, aber er ist jetzt nicht weltbewegend, sagen wir es mal so. Also für mich jedenfalls nicht. So, aber das war jetzt der erste Eindruck, ne? Ich muss natürlich die Produkte dann auch noch jetzt im Langzeittest unter die Lupe nehmen und werde dann auch nochmal eine Review drehen, wenn ich die Produkte wirklich ausgiebig getestet habe. Bei den meisten ist das jetzt hier wirklich nur, wir probieren das einmal aus und gucken, ob wir jetzt direkt auf den ersten Blick sehen, dass das Zeug überhaupt nicht funktioniert. So, Bronzer habe ich jetzt hier nichts Spannendes. Ich habe immer noch von Kiko den Precious Illuminating Bronzer, den ich jetzt mir rausgesucht hatte, um ihn dieses Jahr zu verwenden. Und ich mache das auch immer so, ich verwende immer nur einen Bronzer. Ich wechsle mich da jetzt nicht so großartig ab. Ich benutze den dann so lange, bis er leer ist und dann nehme ich den nächsten einfach aus meiner Sammlung heraus. Das Einzige, was ich vielleicht mal so ein bisschen variiere, ist, wenn ich jetzt mal einen Bronzer haben möchte, der nicht matt ist, sondern so ein paar lichtreflektierende Pigmente mit drin hat. Das kann dann schon mal vorkommen, dass ich dann da so ein bisschen variiere. Aber im Großen und Ganzen tut sich da jetzt nicht so viel übers Jahr, muss ich sagen. Und so kriege ich es dann hin, dass ich circa, ich sag mal, in einem Jahr so einen Bronzer geleert habe. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal mit dem unteren Lid weiter, dass wir das Augen-Make-up abschließen und kümmern uns dann weiter ums Gesicht. Ich hole euch dann jetzt hier nochmal etwas näher rein. Ups, das war die falsche Richtung. Und dann machen wir jetzt hier noch ein bisschen was am unteren Wimpernkranz. Ich möchte da so ein bisschen noch in die lila Richtung gehen, weil ich glaube, das ist ein schöner Kontrast dann für oben. Ich nehme jetzt mal die Farbe Flirt. Das ist ein matter lilaner Lidschatten. Und gebe den mir hier ans untere Augenlid. Oder an den unteren Wimpernkranz. Und smoke das Ganze so ein bisschen aus. Also ihr seht, Pigmentierung nach wie vor sehr gut.
verbinde das so ein bisschen mit hier oben. Und dann nehme ich mir jetzt hier nochmal einen anderen Pinsel und verblende das Ganze noch ein bisschen. Dass wir keine harten Kanten haben. Und schöne Übergänge. So. Und das gefällt mir doch so jetzt schon echt sehr, sehr gut. Und dann würde ich sagen, sind wir auch mit dem Augen-Make-up erstmal soweit fertig. Mascara fehlt natürlich noch. Ich möchte jetzt gerne noch einen Blush auftragen. Und zwar ist das von MAC aus der Holiday Collection Nutcracker Sweet. So sieht das aus. Das ist die Farbe Sweet Vision. Und das verwenden wir heute als Blush. So, da wir jetzt wieder ins Gesicht gehen, hole ich euch wieder ein bisschen raus. Nein, nicht rein, sondern raus. So, geht das? Ich hoffe. Und tragen uns das Blush auf. Das ist ein sehr, sehr hochpigmentiertes Blush. Deswegen muss ich da ein bisschen vorsichtig sein. Ich bin da jetzt wirklich nur einmal reingestüpst. Und ihr seht, das reicht eigentlich schon aus. Das ist super fein von der Textur und lässt sich wunderbar mit der Haut verblenden. Dass man da wirklich so einen, ja, ich sag mal, so einen fließenden Übergang einfach hat. Könnt ihr was sehen? Er hat so einen ganz, ganz leichten goldenen Schimmer, aber sehr, sehr dezent. Gibt eher so einen etwas terrakottafarbenen Ton ab. Ja. Genau. So, außerdem möchte ich jetzt gerne mein neues Lieblingsteil in meiner Sammlung verwenden. Und zwar von Chanel den Camélia de Chanel Highlighter. Tolles Teilchen, wirklich. Und ich habe bisher immer das Pinselchen hier verwendet, das, womit dieses Produkt eben auch an sich kam. Das hat sehr gut funktioniert, aber da vielleicht einige wissen möchten, wie denn hier diese Wayne Goss Brush funktioniert, die ich vor einiger Zeit gekauft habe, werde ich den Pinsel jetzt heute mal für das Produkt verwenden und setze mir das jetzt hier oben mit dem Fächerpinsel auf den Wangenknochen. Ich hoffe ja mal, dass ihr seht, dass da was passiert. Also ich muss sagen, ich glaube, für diesen Highlighter funktioniert ein etwas festerer Pinsel etwas besser. Der Wayne Goss Pinsel, ich nehme jetzt doch den Pinsel von Chanel. Der Wayne Goss Pinsel, der ist einfach sehr, sehr gut für Highlighter, die super krass pigmentiert sind. Sobald man da nur einmal reingeht, dass man da denkt, wow, ja, das ist irgendwie ein bisschen too much. Und dann kann man den verwenden, um das Ganze so ein bisschen schierer aufzutragen. Und ich würde sagen, von der Konsistenz ist dieser Highlighter hier von Chanel relativ normal, sodass man da ruhig einen Pinsel nehmen kann, der so ein bisschen fester gebunden ist, um dann einfach auch das Produkt aufbauen zu können. Also das sieht wirklich sehr, sehr schön, ja nicht natürlich aus, aber auch wieder schön verbunden mit dem restlichen Make-up und ja, einfach so alles eins. Wisst ihr, was ich meine? Und wir haben einen tollen Glow. Ich könnte mir ja noch ein bisschen was auf die Nase geben, ne? Ich habe ja von meiner lieben Stinkesock gehört. Man sieht dann einfach süßer aus. Von der Fluffy Rina. Und deswegen brauche ich jetzt auch wieder
ein Nasenhighlight. So, das war jetzt der Highlighter. Und jetzt müssten wir nochmal reinzoomen für die Augenbrauen. Ich krieg das nie hin, ne? Ich zoome immer in die falsche Richtung. Und zwar habe ich hier von Benefit das Cabrow bekommen in einer Probegröße. Das ist die Farbe Nummer 3. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie blöd ich mich da tatsächlich mit anstelle. Denn ich habe das Produkt wirklich noch gar nicht verwendet. Hier oben im Deckel ist so ein kleiner Pinsel mit drin. Den werde ich jetzt auch einfach mal verwenden. Und jetzt würle ich mal da drin so ein bisschen rum. Das ist natürlich hier alles so ein bisschen beengt. Und dann gucken wir mal. Oh Gott, ich bin total aufgeregt. Ich hoffe, das funktioniert. Und dass die Farbe zumindest irgendwie halbwegs passt. Das wäre ja schon mal nicht schlecht. Oh je. Also ich bin, was Augenbrauen angeht, nicht so der Pomadefreund, muss ich euch sagen. Weil ich finde, das kann sehr schnell ziemlich heftig aussehen und unnatürlich. Und ja, ich sag mal, ich möchte jetzt nicht super natürliche Augenbrauen, dass ich mir halt denke, alles klar, du hast eigentlich gar nichts damit gemacht. Das ist jetzt nicht so mein Sinn. Aber mir ist schon wichtig, dass das jetzt nicht nur so zwei so Balken sind. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Also, ich muss sagen, so auf dem ersten Eindruck ist die Textur des Gels wirklich sehr gut. Und ließ sich auch sehr gut verarbeiten. Das war mein erstes Mal mit solchen Pomadeprodukten. Und man konnte auch hier vorne sehr schön so ein paar Härchen zeichnen. Ich denke mal, dass ich jetzt hier alles andere als super vorzeigbar. Denn wie gesagt, ich mache das normalerweise nicht mit Pomaden hier. Deswegen bin ich da jetzt absolut ungeübt mit. Aber irgendwie kriegen wir das schon hin, oder? Ja, ich muss sagen, von der Helligkeit her passt die Farbe für mich. Allerdings glaube ich, dass sie etwas zu warm ist für meine Härchen. Denn ich finde, man sieht so ein bisschen, dass diese Pomade etwas wärmer ist. Gut, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass das Ganze dann wieder etwas natürlicher aussieht, weil man einfach verschiedene Töne hat in den Augenbrauen. Ne? Wenn ihr dann nur, ups, jetzt war ich aus dem Bild, wenn ihr nur einen Ton habt in den Augenbrauen, eure Haare, also eure Kopfhaare haben ja auch verschiedenste Nuancen und von dem her sieht das dann alles etwas unnatürlich aus. Also so habe ich das jetzt halbwegs gut hinbekommen. Ich fand es nicht so ganz hundertprozentig einfach, muss ich sagen. Aber das liegt wie gesagt auch daran, dass ich so überhaupt gar keine Übung habe, um mit Pomade rumzuwursteln. Und dafür, glaube ich, war mein erster Versuch gar nicht so schlecht. Ja. Gut, jetzt fehlt uns noch Mascara und etwas auf den Lippen. Und darum kümmern wir uns dann jetzt noch. Also ich verwende jetzt heute die Roller Lash Mascara von Benefit. Da habe ich hier so ein kleines Pröbchen. Das mache ich jetzt ohne die Kamera mit euch, aber ihr könnt euch dann nachher das Ergebnis anschauen, wie die Wimpern aussehen. Und ich werde euch auch noch erzählen, wie viele Schichten ich jetzt dann aufgetragen habe. Also, das mache ich dann jetzt mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, ich wollte jetzt mal kurz zwischenschalten. Also, das ist jetzt hier das Ergebnis nach einer Schicht mit der Mascara. Ich finde, dass sie die Wimpern sehr, sehr schön trennt und auffächert. Und auch am unteren Wimpernkranz hat das sehr gut funktioniert. Das ist hier übrigens das Bürstchen. Also, es ist so eine leichte U-Form. Ihr habt unten dann sehr, sehr kurze Bürstchen und oben dann etwas längere. Und es ist eine Kunststoffbürste und das funktioniert eben sowohl für die oberen Wimpern als auch eben für die unteren Wimpern sehr gut, weil man sich da dann auch den Stab so ein bisschen drehen kann, wie es einem am besten passt. Und ich finde das Ergebnis für eine Schicht nicht schlecht. Sie verlängert jetzt nicht wahnsinnig, finde ich, und schenkt auch nicht super viel Volumen. Aber es ist einfach ein sehr, sehr schöner, aufgefächerter Look und sicherlich auch was für den Alltag. Ich gebe jetzt einfach nochmal eine zweite Schicht drüber und dann gucken wir, wie das dann aussieht. So, das ist jetzt das Ergebnis nach zwei Schichten und ich finde gerade an dieser Wimper kann man sehr, sehr schön erkennen, wie das aufgefächert ist und doch ein bisschen Volumen schenkt. Die unteren Wimpern finde ich auch sehr, sehr schön getuscht. Habt ihr es eigentlich auch, dass eine Seite Wimpern total perfekt funktioniert? Das ist bei mir das Auge hier. Und eine Seite, wo die Wimpern einfach gefühlt total verkrüppelt sind und wo es überhaupt nicht gut aussieht, das ist bei mir diese Seite. Tja, so ist das, ne? Sind halt keine Zwillinge, sondern Schwestern. Okay, dann haben wir jetzt auch unsere Augen getuscht. Und dann würde ich sagen, zum Schluss kümmern wir uns dann jetzt um die Lippen. Ich habe mir hier von Catrice einen Long Lasting Lip Pencil ausgesucht. Und zwar in der Farbe That's What Rose Would Do. Denn ich habe keinen High-End Lip Liner oder keinen teureren Lip Liner. Und wir werden den Mariah Carey Lipstick in der Farbe McKissel auftragen. Aber erstmal Lip Liner, damit das Ganze dann gleich auch schön aussieht, ne? Umrande ich jetzt hier meine Lippen. Ist ein Ton, der meiner Lippenfarbe doch sehr nahe kommt. Vielleicht ein bisschen rosiger. Aber ansonsten doch sehr, sehr ähnlich. Ich finde nämlich, für diesen Lippenstift brauche ich einen Lip Liner. Denn durch diesen leicht rosigen Touch, den mir der Lip Liner gibt, sieht das dann nicht so ganz einen toten Nude aus. Ich finde es generell schwierig, mit heller Haut schöne Nude-Töne zu finden, die einem auch wirklich stehen. Aber diese Farbe finde ich wirklich toll. Und die habe ich damals mal von Vanessa zum Geburtstag bekommen. Gut, das ist jetzt der Lip Liner. Fühlt sich sehr, sehr trocken an. Ist halt ein Lip Liner, ne? Und gleitet aber sehr, sehr gut über die Lippen, ist aber eben nicht feuchtigkeitsspendend oder so. Aber dadurch erhoffe ich mir einfach, dass das Ganze etwas besser hält. Jetzt kommt der Lippenstift. Den gebe ich mir jetzt da drüber. Und durch den bekommt die Lippe nochmal wieder so einen etwas beigeren Touch, sage ich jetzt mal. Vorher war es doch sehr rosig. Und jetzt mit dem Lip Liner ist es etwas mehr beige. Ich finde, die beiden harmonieren wirklich sehr, sehr gut miteinander. Lip Liner und Lippenstift. Und ich finde auch insgesamt sieht das Ganze gar nicht so schlecht aus. Ja. Okay, also mein Fazit ist, dass ich auf jeden Fall mit dem Cabrow Gel noch ein bisschen rumprobieren muss. Mich hat total geflasht das Inglot Duraline
Und die restlichen Produkte haben ihren Job sehr gut gemacht und ich finde auch einen ganz, ganz schönen Look gezaubert. Ja, also das war sozusagen in dem Sinne das schlechteste Produkt, weil ich damit einfach nicht so geübt bin. Und das war wirklich das Produkt jetzt hier im Test, das mich gewowt und geflasht hat. Okay, dann hoffe ich, hat euch dieses kleine Get Ready With Me gut gefallen. Ihr konntet einen kleinen Eindruck von den Produkten bekommen. Ja, ich habe das jetzt einfach mal ausprobiert. Ich habe so ein Video vorher noch nicht gemacht. Ja, wenn ihr davon einfach in Zukunft öfters Videos sehen möchtet, dann lasst mich das sehr gerne wissen. Da freue ich mich total drüber. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns entweder in einem anderen Video oder in dem nächsten Video dann einfach wiedersehen. Macht's gut bis dahin, ihr Lieben. Passt auf euch auf. Tschüss!